Kim. Geht's euch gut am Fernseher? Habt ihr Lust auf Death Metal? Dann hätte ich hier was für euch. Soulburn. Okay. Ich habe noch mehr Bekannte heute Abend gesehen. Ja, heute Abend. Ich habe Tag. Alle Jungs, die auf den Sachopartys kennengelernt haben. Den nächsten Song für euch. Lasst ihr euch dann richtig Metal an. Das ist gut so. So sollen wir sehen. Freuen wir wieder in Deutschland zu spielen, ne? Okay, ich habe hier Wannes und Erik von Soulburn. Jungs, erzählt mal was über euer neues Album. Ja, wir haben gerade ein neues Album rausgebracht, das heißt Feeding on Angels, und das besteht aus richtiger altmodischer Death Metal Sound. Erik hat mal in Netflix gespielt und da hat er richtig seine Einflüsse wieder mitgenommen und das ist richtig roh klingt das alles. Gut. Okay, nächster Song. Hans hat über einen alten Kult, den Mittelalter. Der Song heißt Crash and Blanch! Coming out of the earth, and the mouth speaks, coming rain cold. Christ is a static breeze, nothing but old fires. Just a bird, the chariot, fate is the terror, the wind. Was für Roots habt ihr? Die alte Bands, die kennst du auch natürlich. Celtic Frost, sag mich besetzt. Infernal Majesty, Venom, Bathory, weißt du, die richtig altmodische. Ich war früher ein riesiger Venom-Fan, ihr auch? Oh, ja, oh, geil, ja, cool. Conan ist Gott, weißt du. Ja, ja, absolut ja. Geil. Bloody mind, fed in souls, they don't lie.
Super. Ja, ist absolut geil. Okay, ich liebe euch, Jungs. We'll be right back.
hat wieder eine etwas tiefere Stimmlage. Aus Norwegen sind hier Borknagar. Tracy, universe of spell.
bottom, this is Alexander. Yeah. Alexander, how did you like it here on Wacken Festival? It's great festival, you know, lots of people and crazy people, as we see in our show a few minutes ago. I think everything has gone well. This is a great festival. You're from Finland, yeah? Yeah. There's a kind of certain story about your band name. What, can you explain a little bit about this? Yeah, well, actually, the bottom is a place, it's a lake in nearby where we live. And then about 40 years ago, there happened a incident, a murder. Come on, Rocky! And that's, you know, the idea of our shirt back, I survived the Lake Bodom, you know. Run away!
Das war doch wohl klasse. Doch jetzt etwas ganz anderes. Und zwar skandinavischer Death Metal mit Gorgoroth. Revelation of Doom. Auf die nächste Band werde ich mich sicher tierisch freuen. Hier ist von Iceurst Mr. John Schaffer. Hi John, how you doing? I'm doing good, man. A little tired. We just got in a few hours ago, but ready to rock. Looks like you got a breakthrough now. Yeah, like I said, it's you know, it's cool. We're excited about it, but we're realistic about it also. So let's take it one step at a time, see what happens. So you have a new guitar player, Larry. Right. I don't know him so far, but how is he? Is it okay with him? He's doing great, man. I mean, the kid's 20 years old. He's got very little experience. I think he played like 4 shows or something before he joined the band. And, you know, we're going to take him out and beat him up on the headline tour, see if he can handle that. If he can handle that, he's got a gig here. He's doing really well. You know, he's loosening up. Every show we do, he gets more comfortable on stage. But I mean, for somebody with a very small amount of experience in the studio and live, he's very impressive. He's got a natural talent. He does. I lived and died in hell. I just can't understand. So what happened with the Spawn soundtrack? You didn't appear in it. No, it's politics, man. You know, but now that after seeing the movie, I think it's probably better that we didn't. The movie was extremely weak, and the soundtrack was even weaker, so it probably worked out for the best. It would have been good for us in some ways, but Iced Earth having a techno mix is like out of the question. I can understand. I guess your fans agree with this. Thank you, Bose. Thanks, man. We're looking forward for your show now.
So, jetzt geht's weiter mit Iced Earth. Yeah! That's what it's all about right here. Right here. We're gonna do another new one for you right now. This is one we haven't done before. We've done a couple festivals this summer, but we've never done this one. And this one is very, very deep. This one's called Melancholy. For years I've tried to teach, but their eyes are empty. Ever teach you I have become, for them I must die. A sad and troubled race in an ungrateful, troubled flesh. I see the sadness in their eyes, melancholy in their cries, devoid of all the passion the human spirit cannot die. Look at the pain around me, this is what I cry for. Look at the pain around me, this is what I die for. Go away, come back another day. The things I've said and done don't matter to anyone. Still, you push me to see something I can never be. Why am I a key? I don't mean anything. I see the sadness in their eyes, melancholy in their cries, devoid of all the passion the human spirit cannot die. Smoke out!
feels great. Very excited to do it, and looking forward to the show. There's a lot of reunions in the last time. What was your decision, the reason for the decision that you did a reunion with a band? Well, I talked to Perry, and we just decided we'd like to try it again, do some more songs, and here we are. Face to face, eye to eye, wielding the axe, the mighty on the sky. Yeah.
So, hier aus dem Pressezelt vom Wacken Open Air 98 sitze ich hier mit In Extremo. Ihr habt gerade ein neues Album raus. Erzähl mal was dazu, Titel und der Stil und sowas. Ja, Titel sind eine Menge so, die, also jetzt namentlich aufzählen wäre zu viel so, aber Stil ist rein eine Fusion aus Mittelalter und Rock'n'Roll. Amerikanischer Rock'n'Roll. So, aber die, bei den Texten beschränkt sich das vorwiegend auf die Originalsprachen der Texte selber so. Also das heißt, wenn wir norwegische Lieder singen, altnorwegisch oder altprovenzialisch für Französisch oder altspanisch, lateinisch, Hochdeutsch auch, zwei Eigenkompositionen haben wir auch dabei. Ja. Ich nehme an, dass die Texte nicht abgedruckt sind dann? Doch. Echt? Ja, vielfach. Auf jeden Fall, ja. Kannst du mal eine... Für die Dogmatiker haben wir auch die Texte drin immer. Es gibt ja ein paar Leute, die das mitsingen wollen immer. Viele Maniacs-Ficker storren nach. Ja, so, also vorwiegend behandeln wir ordinäre Themen so, wie zum Beispiel die Fortpflanzung des Menschen und so weiter und so fort. Nee, aber eigentlich auch Sachen, die damalige Politik betrafen, so halt Religion, Auseinandersetzungen mit der Zeit, spielmännisches Dasein eigentlich. So, das waren eigentlich andere Themen, als das heute der Fall war. So, da unterhielt man sich, wenn ein Glas Bier in der Kneipe umkippte, so, das war ein Gespräch für ganz Europa sozusagen. War, irgendwie. Viele Wokan, du help us love. Diese Mittelalterstücke, die wir raussuchen, weil wir kommen eigentlich von Mittelaltermärkten. Ja. Jedenfalls der große Teil von uns. Muss ich dazu sagen, dass wir uns diese Stücke, die wir raussuchen, auch vom Text her, dass sie zu uns passen. Also wir wollen nicht ein Blabla daher singen oder ein Blabla daher machen, sondern das soll schon Hand und Fuß haben. Viele Manjenkopf-Stüben hast du. Also, dass wir halt altes Textgut aufgreifen, also Sachen, die uns. Die wir mit unserer innovativen Linie, sprich mit unserem täglichen Dasein, mit unserem Leben, so Exzesse und alles, was dazugehört, so ein bisschen in Einklang bringen können und versuchen, das halt richtig auf der Bühne runterzubringen, so wie wir halt sind, wa? Also das ist eigentlich Grundgedanke nochmal, so, um das nochmal doppelt zu moppeln, wa? Eigentlich sind wir Spielmänner. Wir sind Spielmänner. Rock'n'Roll dahingestellt, klar, wir sind auch irgendwo Rock'n'Roller, aber wir sind eigentlich Spielmänner und möchten, dass wir sind Vogelfreie. Das Lohan sin Harpa, die Bollin sin Arm. Ich kann nur sagen, dass wir gute Laune dabei haben und einfach gute Laune verbreiten wollen. Ja, auf die Flächen so, ist kein Problem. Der Deckhengst hier. Ja, kann ich nur sagen, nur empfehlen euch, schaut mal rein, wenn ihr die Chance habt. Und damit ihr mal wisst, was ihr euch darunter vorstellen könnt, hier ist auf dem Wacken 98 In Extremo. Übrigens hat euch moderiert der berühmte Sänger von Rage. Thank you.
viele man jetzt steckt das doch immer. Ein Vater hat Stalin, all die alle. Viele Vokan, du lebst los. Vor der Lüda, da ist alle Winde. Das Loh haben sie in Harpa, die wollen sie in Adem. Ein Vater, das sind all die alle. Und wie nach Kraft, die auf Trollen zahlen. Von der Lüda, da ist alle Winde. Das war unser Special vom diesjährigen Wacken Open Air 98. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns. Tschüss. Can I try?